Designated Survivor, die Serie, in der Kiefer Sutherland endlich mal der Präsident ist und die Welt retten darf. Aber taugt's auch was? Wer mit den amerikanischen Geflogenheiten in der Politik nicht vertraut ist, der wird erstmal schon von der Grundstory von Designated Survivor total geflasht sein. Also ich war es. Ich habe das zum ersten Mal gehört und dachte so, ah, das macht Sinn. Und zwar ist es so, wenn da der Kongress tagt und der Präsident und alle hohen politischen Tiere sich im Pentagon versammeln, dann gibt es immer einen oder zwei Politiker, die nicht an dieser Versammlung teilnehmen dürfen. Und zwar einfach aus dem Grund, dass, falls irgendein Unglück passiert, es eben einen Überlebenden gibt, einen Designated Survivor, der im Krisenstand, im Notfall die USA noch regieren kann. Die Serie basiert jetzt darauf, dass der Fall der Fälle eintritt. Wer überlebt? Ausgerechnet der Minister für Wohnungsbau und Stadtrecht. Nicht unbedingt der coolste Typ, auch nicht unbedingt der erfahrenste Politiker, sondern den lernt man hier kennen als ziemlich netten, aber auch nachgiebigen Familienvater, der einfach nur ein netter Typ ist und eigentlich keine Ahnung von Politik so richtig hat. Er überlebt und wird im Eilverfahren jedenfalls zum Präsidenten der USA ernannt, während das Pentagon praktisch noch brennt. Und steht jetzt vor dieser riesen Aufgabe, nicht nur das Land zu regieren, sondern auch herauszufinden, was ist da eigentlich für ein Terroranschlag passiert, wo kam das her, sind wir gerade hier im Krieg? Und natürlich zieht das Ganze auch weltweit Kreise. Designated Survivor ist also ein Thriller, ein Polit-Thriller-Drama, würde ich sagen, was eine sehr ungewöhnliche Story hat. Für mich war das alles Neuland. Ich habe so etwas in der Art noch nie gehört, finde ich deshalb allein schon spannend. Die ganze Umsetzung ist natürlich komplett anders als andere Politserien, die man gerade in letzter Zeit von Netflix kennt. Nehmen wir House of Cards, was ja relativ kritisch ist, wenn man mal ehrlich ist. Eine ja fast schon satirische Serie, eine bitterböse Serie auf jeden Fall, mit viel Sarkasmus. Und dann haben wir auf der anderen Seite hier Designated Survivor, was so ungefähr nicht amerikanischer sein könnte. Das Ganze ist ultra patriotisch, aber ich finde, es ist auf jeden Fall ertragbar. Gerade dadurch, dass man diesen Charakter gut kennenlernt, dass dieser Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung einfach so ein mega Normalo ist, ist diese Serie cool. Sie catcht einen, weil man identifiziert sich mit ihm und man denkt sich, wenn der die Kraft aufbringen kann, ein ganzes Land zu regieren, dann kann ich das auch, verdammt nochmal. Und das ist irgendwie awesome. Ungewöhnlich an der Serie ist, das solltet ihr vielleicht wissen, dass tatsächlich nur eine Folge pro Woche rauskommt. Das Ganze liegt daran, dass es ursprünglich produziert wurde von Disney und die hatten jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt Bock, alles direkt so auf einen Schwung rauszuhauen. Oder die Synchronisierung dauert einfach länger, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es nur eine Folge pro Woche zu sehen. Ich glaube, drei sind jetzt gerade raus, je nachdem, wann ich dieses Video hier veröffentliche, vielleicht die vierte. Die ersten beiden habe ich schon gesehen und ich muss sagen, es entwickelt sich. Also die erste Folge ist mega spannend, die hat so eine Spannungskurve, ich würde es ja nicht mehr Bogen nennen, weil es geht einfach kontinuierlich hoch. In der zweiten sackt es schon wieder ein kleines bisschen ab, aber es entwickelt sich natürlich immer weiter. Man merkt schon, dass hier Konflikte entstehen, die von globaler Bedeutung sind. Und das ist natürlich ein Riesenpotenzial, um eine Mega-Drama-Geschichte daraus zu machen. Ich glaube, wenn man auf solche Polit-Dramen und Thriller steht, mit Terror-Hintergrund und patriotischen Gedanken irgendwo dabei, dann ist die Serie auf jeden Fall was für euch. Wenn ihr aber sagt, Politserien, ja, ich stehe auf House of Cards, dann lasst die Finger von Designated Survivor, weil das eben komplett das Gegenteil ist. Verratet mir auf jeden Fall hier unten in den Kommentaren, ob ihr Bock auf die Serie habt, ob ihr vielleicht schon reingeschaut habt und wie ihr sie fandet, wenn ihr es schon gesehen habt. Ansonsten verlinke ich euch hier auch nochmal die Netflix-Neustarts im November. Da war nämlich auch Designated Survivor dabei. Vielleicht findet ihr ja noch eine andere Serie, die euch gefällt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. What the hell am I doing here? I'm not the guy for this. Is Dad scared? Dad's not scared of anything. Do you really believe I should step down? I do. You may be right. But for now, I'm all you got.